Okay, ich freue mich auf Das haben unsere Lieblingsstars beruflich gemacht. Ein Video von Aaron Troschke und ich bin gespannt, was für Stars er da interviewt und befragt, was sie damals beruflich gemacht haben. Kann interessant werden. Ich bin sehr, sehr gespannt. Gehen wir da mal rein. Hallo Freunde der Sonne und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin auf der Venus oder wie ich sage, zu Hause. Ah, und ja. Ich habe die Venus ja durchgespielt. Ich habe einen Venus Award. Preis! Ich habe einen Preis, Timo! Ich habe einen Preis! Ich kenne die ganzen Darsteller. Ich war auf dem Gangbang. Werde ich eigentlich rot, Timo? Was? Aber man muss sagen, Stefan ist schon da. Ich habe jetzt bisher noch keinen gesehen, wo man sagt, Mensch. Ich habe schon alles gemacht. Außer mich mit den Leuten auf der Venus beschäftigt. Ey, die Videos müssen wir uns aber auch mal reinziehen, oder? Tobias kann zwar seine ganzen Gangbang-Videos raussuchen und so. Lass mal alle Venus-Videos von ihnen reinziehen. So. Mal so einen Tag nur Aaron Venus. Deswegen lerne ich sie heute mal kennen und frage, wer bist du, was machst du hier und was machst du eigentlich beruflich? Vor der Erotik gab es sicher auch einen Job und zwar als Versicherungskauffrau. Nein! Ja. Sorry, da hinter dir ist so eine Lesbe. Und wir gehen jetzt auch immer durch, kennen wir und kennen wir nicht, okay? Zum Beispiel diese Frau, die kenne ich jetzt gerade nicht. Und von den Aufnahmen, die so verpixelt sind und so weiter, so wie solche Aufnahmen, von solchen Aufnahmen da distanzieren wir uns. Da bin ich ein bisschen abgelenkt, ne? Ja. Kann ich verstehen, ja. Vor ihrer Karriere. Ja. Ich habe in der Bank gearbeitet. Okay, alles klar, danke schön. Dumbledore. Ich habe eine Frage. Was machst du beruflich? Das frage ich mich auch manchmal. Hast du eine Ausbildung oder irgendwas gemacht? Ja. Halt! Versicherungskauftranse. Man muss sagen, es sind echt viele Versicherungskaufleute hier. Das sind immer die perversesten, weißt du doch. Und das ist natürlich inhaltlich gekennzeichnet hier, genauso Tobias. Dieser Stream ist jetzt hier auch gerade ab 18. Hat Tobias gekennzeichnet. Die Person kenne ich auch nicht. Warum ist er der Beste? Ach, das wissen sie gerne. Was machst du beruflich? Keine Ahnung. Keine Aussage dazu. Aber heute ein schöner Tag. Heute ein schöner Tag mit dir. Oder erinnert mich an Sachsen-Paul. Kennt ihr den noch? Ja, und Versicherungskauf, Leute, da ist. Okay, vielen Dank. Der Hand wird gewichst, oder? Keine Ahnung. Ja, vielleicht hilft doch jemand dabei. Kannst du mal beschreiben, was hier vorne passiert? Ja, sie machen eine Live-Show. Achso, sie hat etwas in dem Po und vorne drauf drin. Genauso stelle ich mir den Pornogucker. Da geht er da auf die Cam, Amateurseiten, zieht seine Kreditkarte durch. So stellen wir die Leute vor. Das ist die Zielgruppe, Leute. Das sind die Kunden. Das ist die Zielgruppe, Digga. Und Pedo? Nein, von sowas distanzieren wir uns auch. Und wir wollen mit meinen Witzen hier so mit sowas nicht kommen und denjenigen sowas hier unterstellen. Der Zielgruppenwitz war genug und der ist okay. Alles andere übertreibt wieder. Deswegen ganz ruhig bleiben. Von sowas distanzieren wir uns auch. Und streichelt sich. Richtig. Na? Alles gut? Ja, und selber? Ich freue mich. Wie ist Cat Cox. Kennt ihr die? Die kenne ich auch nicht. Also bis jetzt kannte ich noch keine Frau hier. Was ihr auf jeden Fall nicht vergessen dürft, Chat ist, muss ich euch sagen, am Sonntag um Punkt 11 Uhr bei Smilodogs gibt es ab Mindestbestellwert von 100 Euro nicht nur 30% Rabatt mit meinem Gutscheincode FLYING, sondern, Leute, der komplette Jogginganzug, so wie ich ihn jetzt hier anhabe, schwarzer Hoodie. Wir haben mit dem Bestseller-Hoodie Dawson genau das gleiche Material. Richtig geil. Gibt es einmal die Hose dazu. Hier mit Smilebox-Zeichen am Start. Und hier oben. Ich habe Größe M. Das ist natürlich der Oversize-Look. Bin 1,78. Bin jetzt 86 Kilo. Ich mache manchmal die Ärmel hier so hoch. Ansonsten immer schön. Hat einen richtig geilen Schnitt. Kapuze hier natürlich am Start. Leute, müsst ihr euch auf jeden Fall holen. Sonntag geht's los um Punkt 11 Uhr. Den Anzug könnt ihr natürlich in eurer Größe auswählen. Im Warenkorb dann auf Hinzufügen klicken. Dann noch den Gutscheincode FLYING eingeben für 30% Rabatt auf alles. Der Chat schreibt, Digga hat mir schon den türkisen Anzug gekauft. Qualität ist 10 von 10. Vielen, vielen lieben Dank. Und was ich euch auf jeden Fall empfehlen kann, ist, und das ist wirklich ein Muss, für die Ladies natürlich die neue Leggings-Kollektion. Aber hier für die Boys auch die ganzen neuen Anzüge. Wir haben richtig, richtig geile Jogginganzüge. Also das ist natürlich meine persönliche Empfehlung an euch. Auch in verschiedensten Farben hier mit dem geilen Rubber-Logo drauf. Wählt euch eine Farbe davon aus. Kauft euch quasi zwei
Jogginganzüge und im Warenkorb wählt ihr noch einen Jogginganzug aus, den ihr gratis dazu bekommt. Und fertig ist das Ding. Richtig geile Aktion haben wir für euch am Start. Ist die Venus? Ja, geil. Machst du beruflich? Ich will mal bei Dirty Hobby Webcam Pornos. Also alles, was man auf der Venus machen kann. Alles, was man auf der Venus machen kann. Und dahinter sind zwei Frauen, die eine hängt sich einen Gürtel um. Und da sind zwei Frauen, die machen eine verrückte Art von... Tobias schreibt, haha, man merkt direkt Spaß bei der Reaction. Ja, bei Aaron ist immer was los, das feiere ich. Limbo. Ja, aber so sagen. Ich habe eine kurze Frage. Hast du einen Beruf gehabt vor der Erotikkarriere? Wir haben medizinische vorangestellt. Nein! Ja, doch. Und, hat Sache? Ja, alles in Ordnung, Mann. Aber der Beruf ist ja auch gut für den Job, weil man sich mit dem Mund auskennt. Auf und da den. Kriegt man viel rein. Was ist so schön an der Venus? Ich kann nur sagen, es ist geil. Ja? Ja. Das ist ein Kunde, Alter, geil. Er ist auch bestimmt so ein Typ, hat so Autogrammkarten zu Hause, ist nicht seine erste Venus, ist so sein Event. Er ist da, so sein Tag, versteht ihr? Ich will euch die Leute ein bisschen näher kennenlernen. Ich bin seit 10 Jahren hier und du? Erste Mal. Erste Mal. Nee, hey, niemals. Erste Mal, hör auf. Können diese Augen hier lügen? Erste Mal, das ist ein Schnacker, oder? Was machst du beruflich? Logistik. Logistik, sehr gut. Schöner Tag. Ah, der Logistiker, Tobias. Kennst du den vielleicht? Ich will heute die Leute mal kennenlernen, die auf meine Lieblingsmesse gehen. Ja. Drücke Pause vor den Darstellern und rate, was du denkst, was sie beruflich machen. Okay. Warum nicht? Ja. Darf ich fragen, was du beruflich machst? Der ist aber kein Darsteller jetzt, ne? Der ist so... Oh, was könnte der jetzt machen? Der ist... noch in der Entwicklung. Liebe Tischler. Nein, bester Job. Ja. Ich brauche vielleicht meinen Tisch. Da war IT hätte auch gepasst, ja. IT hätte auch gepasst. Tischler. Okay, mit Tischler hätte ich jetzt... Ja, so einen Handwerksjob irgendwie so, okay. Und dann komme ich. Ja, der Tisch. Kennst du dich also mit Hobeln richtig aus? Hobeln und Hobeln, Hobeln. Ich glaube, es geht so gut aus. Hast du einen Venus Award gekriegt? Nein, leider nicht. Oh, warst du nominiert? Nee, ich glaube auch nicht. So, in welcher Kategorie würdest du denn gerne einen Venus Award kriegen? Was gibt's denn überhaupt für Kategorie? Bester Blowjob? Ja, genau, das wäre jetzt meine Antwort gewesen. Okay, perfekt. Und gestern Award gewonnen? Nein, ich habe auch einen. Als was? Als bester Reporter. Das ist geil. Und du? Als MILF des Jahres. Glückwunsch vom Herrn. MILF des Jahres? Da finde ich aber Stiflers Mom zum Beispiel geiler, muss ich sagen. Wisst ihr? Aber mal schauen, wie sie mit offenen Haaren aussieht. Vielleicht sehen wir da ja noch was. Herzen. Ich frage heute, was haben die Darsteller früher beruflich gemacht? Was hat sie beruflich gemacht? Ich finde, die sieht sogar noch ganz jung aus. Abgesehen da von den Straffenheiten im Gesicht und Botox und Lippe dick und hast du nicht gesehen? Einzelhandel. Weiß ich nicht. Krankenschwester. Nein. Ah. Ich hatte einen eingewachsenen Zehennagel. Wenn ich im Krankenhaus wäre, hättest du mich Ei-Aaron gemacht? Ich hätte dich verarztet, ja. Oh, warum? Und jetzt verdienst du dein Geld, indem du die Männer anders pflegst. Ich glaube, würde sie da nicht hier alles so... Wärst du eine hübsche Frau, also das Gesicht. Wisst ihr, was ich meine? Unter anderem, ja. Vor der Karriere, was war dein Job? Ich fasse... Wer ist das? Dominika Venus? Wie? Ist das jetzt die Venus-Gründerin und heißt mit Nachnamen so und deswegen heißt sie Venus-Venus oder was? Weiß ich nicht, was ist sie? Keine Ahnung, sieht aus so ein bisschen Kita. Kita-Style. Also Kindergärtnerin. Im Supermarkt so. Konditor, ja, Bäckerin wird auch. Ich sag Kita. Immer noch, ich bin Grafik- und Webdesignerin. Ah. Du machst Onlyfans. Ja. Machst du Filmschirm? Auch. Also rein theoretisch wärst du die Ansprechpartnerin, falls ich ein Logo brauche oder einen Blowjob. Ja. Wenn ich nicht hier. Finanzamt, sagt das sagt der Chat. Finanzamt. Hier zwei Venus-Hardcore-Fans habe. Mit dem T-Shirt? Ach, tatsächlich. Ja, mein Dirty Hobby-T-Shirt. Ich bin ja nur dreckig. Da geht man einmal zu Gucci und kriegt sowas aufgequatscht, oder? Genau so. Ich will heute die Leute auf der Venus kennenlernen. Was machst du beruflich? Kiko Capoeira nennt er sich. Was macht der beruflich? Personal Trainer, sage ich. Beruflich bin ich LKW-Fahrer. Nein! Das passt alles gar nicht, Mann. LKW-Fahrer, geiler Typ, Digga. Der ist einfach LKW-Fahrer. Ich hätte jetzt gedacht, so Personal Trainer so. Der LKW-Fahrer, krass. Ja, genau, Tänzer wäre auch noch so ein Ding. Aber Leute, wenn ich LKW-Fahrer wär, ne? Ich stelle mir das ja auch so manchmal vor, so. Wenn ich so auf der Autobahn bin. Ich hätte mein LKW so gemacht. Das gibt auch so, auf YouTube zeigt einer das immer. Wenn er dann pennt,
Der macht auch die Gurte so an die Tür ran, so, damit, wenn jemand aufmachen will und so, dass die Türen dann nicht so schnell aufgehen. Hat er sich schon eine Playstation verbaut. Ich würde es mir auch im LKW so richtig gemütlich machen. So mit TV, so richtig so eine Einzimmerbude. Eine Einzimmerbude auf Rädern. So würde ich mir das machen. Ja, oh? Bei Tesla angestellt. Was bringst du uns? Oh, heute bin ich ja Strip-Shows, also Main-Strip-Shows. Wir sind so ein Juice Boys. Ah, du bist Stripper und LKW-Fahrer? Genau, eben. Also. Kann man das auch so verbinden, wenn du mal bei Edeka so eine Palette Wurst bringst, dass du zur FIA-Leitung sagst, na, noch ein Strip? Jetzt machen wir eine Show für Edeka Strip-Shows. Ja, klar, na klar, können alles machen, selbstverständlich. Was machst du beruflich? Altenpfleger. Oh, natürlich. So ein Altenpfleger spielt. LKW ist, glaube ich, kein Traumjob mehr. Wie ist das eigentlich als LKW-Fahrer? Du fährst ja? Ah, du fährst ja nur, ne? Darfst dich schneller als sonst was fahren? Verspätest dich, glaube ich, unendlich viel, oder? Ist LKW-Fahren anstrengend? Kann mir vorstellen, irgendwann so eintönig, oder? Verdienst keine Kohle mehr? Okay, das glaube ich dir. Totaler Stress. Aber wie kann denn beim Fahren die ganze Zeit Stress haben, wenn ich doch weiß, oh, ich muss jetzt 6 Stunden fahren? Scheiß drauf, ich fahre jetzt einfach. Muss deine Lenkzeiten einhalten? Wie? Dass man Lenkrad immer bewegen muss, wie bei der S-Bahn, beim Fahrer, der immer einen Knopf drücken muss? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Oder Lenkzeit im Sinne von Fahrzeit? Ah, Pause und so weiter, okay. Ja, Jungs, ey. Du musst Pause machen, kannst dich 8 Stunden durchballern. Ja, aber ist doch gut für den LKW-Fahrer, dann hat er doch keinen Stress. Also stelle ich mir das jetzt vor. Termin ablief, just in time und dann Stau. Aber auf der A81, du drehst durch. Ja, aber ist doch dann nicht mein Problem als LKW-Fahrer. Später, der so viel Spaß hat und mich auf Venus bringt, will ich eigentlich haben. Natürlich, locker für alles. Gelernte Justizfachangestellte? Nein! Also, ich kümmere mich um die Akten und ich schreibe Kram für Richter und Rechtsanwälte. Ha. Das heißt, weil du gekündigt hast, sind unsere Behörden überfordert und die Remus kommen immer raus. Und Mika, hi! Letzte Venus unter 40, hast du Bock? Die kenne ich doch, Michaela Schäfer. Habe ich letztens schon gesagt, dass wir zusammen im Big Brother Haus waren und so, ne? War eine feine. Oh, das ist einfach eine erste. Wie, du hast am 1.11. Geburtstag, ja, dreht zusammen? Nee, wir sind einfach nur Freunde, tatsächlich. Hattet ihr schon mal Verkehr? Ja. Nee. Ich habe eine Frage, ich lerne heute die Leute auf der Venus kennen, weil ich habe ja Venus durchgespielt. Hast du mal einen ordentlichen Beruf gelernt? Ich habe einen ordentlichen Beruf gelernt und zwar... Was hat sie denn gelernt, ey? Weiß ich nicht. Was gibt es denn so für Berufe, was Frauen so meistens immer wählen? Verwaltungsfachangestellte, Steuerfrau, Friseurin, Pflegetier, nee, nicht Tierärztin. Zahnarzthelferin, ja. Bei ihr kann ich mir das echt, weiß ich nicht. Ich war pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte in einer Apotheke. Das heißt, ich bin hingegangen, hab gesagt, ich hab Schnupfen, hast du gesagt, hier Nasenspray. Genau, das hab ich. Nicht schlecht. Wie lange hast du da gearbeitet? Ich habe nur die Ausbildung gemacht. Zu Ende. Und dann habe ich mich direkt nackig gemacht. War die beste Entscheidung. Ich danke dem Gott immer noch dafür. Ja, finde ich auch. Aber guck mal, die ist gut in Shape, ne? Ich weiß nicht, hat sie sich hier auch was wegsaugen lassen und so weiter? Aber hier Körperfettanteil. Aber hier ist Körperfettanteil so ein bisschen mehr. Und da wieder wenig. Naja, ist ja auch alles Genetik und so. Aber mich würde jetzt mal interessieren, ob das real ist. Wie alt ist denn die? Weiß ich gar nicht. Implantiert? Wirklich jetzt? Hallo, bitte nicht erschrecken. Ich bin Hauptschultimo und ich sitze hier mit Aaron und Marvin in unserem Podcast Hauptschulniveau. Verrückt? Ja, und deswegen schaltet gerne immer ein. Uns gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Am besten Link in der Videobeschreibung klicken, kommt da direkt hin. Und Marvin, was passiert in dem Podcast? Alle 2 Wochen eine brandneue Folge mit heißen News. Wie viel verdienen wir aktuell? Wann brennt der Kiosk das nächste Mal? Was für geheime Projekte plant Marvin? Und mit wem säuft das nächste Mal Aaron? Oh, Massage, da sehe ich mich. Wenn ich auf der Venus wäre, ich wäre nur da. Ich bin mir eigentlich sehr sicher, dass es hier viel mehr Experten gibt für alle Entspannungen. Aber ey, jeder wie es mag. Ah, Tobi hat gerade geschrieben, ihr Sixpack ist operiert. Ja, habe ich gesehen. Das dachte ich mir. Also, ich habe das gesehen. Aber habe ich euch auch gesagt. Flying Auge ist da. Ich finde geil. Du siehst auch richtig diese Atzengruppen, die sonst viel Großes machen und sagen geile Tipps. Sie hat auch Herzen, bestimmt. Das hatte ich mitbekommen, ja. Warum kann man nicht subben? Ah, Tobias und ich hatten die Idee, weil ihr wollt ja immer wirklich supporten, dass, wenn wir streamen, dass wir auch auf dem Flying G, also Flying Uwe Gaming Kanal auf YouTube streamen, also parallel zu Twitch. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr dann die Mitgliedschaft auf YouTube sozusagen da lassen als Support. Und dann könnt ihr als Beispiel, kann man als Funktion auswählen, dass ihr dann als Mitglieder die Videos auf diesem Kanal 1 Stunde eher sehen könnt. Solche Sachen. Also man kann da vieles machen mit dieser Mitgliedschaft. Vielleicht hättet ihr Bock drauf.
könnt ihr mir mal sehr gerne euer Feedback hier da lassen. Denn aber wenn ich komme, so dieses so, wie komme ich denn hierher? Oh nein. So, guck mal, da sind doch ein paar Hatzen. Na, was geht auf der Venus? Gucken. Macht ihr beim Outing denn beruflich? Ich bin im Textildruck. Nein, und du? Industriebeschleuniger. Das sind doch geile Berufe. Verkaufen unsere Produkt, Mr. Stiff. Und das ist ein 100% natürliches Libido-versteigerendes Mittel. Ja, ja. Also, wenn ich das schlucke, kriege ich einen Harten. Sicher. Wie doll? 12 Stunden. Jan, komm mal her. Was nimmst du? Hast du den ganzen Tag heute einen Harten? Das ist gut. Gib Kraft. Den Niederländern kann man trauen. Oh, wie du zitterst. Warum seid ihr hier? Um Spaß zu haben und zu schauen. Hat man die Hoffnung, dass man eine Darstellerin klärt? Ah. Ich auch, komm, super. Perfekt. Dann drücken wir dir die Daumen, dass du jemanden findest, den du mal einen Ring anstecken kannst. Du wirst mir dauerhaft auf Instagram angezeigt. Nee, wirklich. Sehr geil. Sehr geil, sehr geil. Was hat der vorher beruflich gemacht? Der war letztens bei mir im Büro. Ein feiner Kerl. Ich will es probieren. Gib mit. Ich habe das. Oh nein, das war sehr gesund. Nein! Drei Seifen mit inklusiver neuer Sorgen. Riech mal dran. Das finde ich halt auch immer. Sehr nett von Aaron, ne? Dass er das so drinnen lässt als Support und so. Aaron ist schon lieber. Es riecht gut, ja. Wo ist mein Paket? Aaron, das ist mein letztes Paket. Ich nehme es wirklich mit. Hallo meine Lieben, hier aus dem Schnitt. Ich schneide natürlich nicht selbst, der liebe Nick. Was ist denn das für ein Pullover hier, Chat? Sag ja, Aaron, ganz feiner Kerl. Niklas schneidet, aber wir müssen mal kurz eine Sache besprechen. Und zwar, auf der Venus habe ich Sergej getroffen. Und Sergej kenne ich schon von Instagram, weil der hat mit seiner Seife eine so penetrante Gratis Werbung, hey Aaron, dass ich mittlerweile überlegt hatte, mir das wirklich zu kaufen. Das Einzige, was mich immer abgehalten davon hat, ist, dass er anstatt Chemie immer Kimi sagt. Viel von der Chemieplörre an deinen Körper lassen willst. Und A, was ist richtig? Und B, regt es euch auch so auf, wenn jemand Kimi sagt, anstatt Chini. Man sagt auch nicht China, sondern China in meinen Augen. Wenn ihr es anders seht, schreibt es gerne in die Kommentare. Auf jeden Fall haben wir uns dann auf der Messe getroffen. Er hat mir ja das Paket gegeben. Wie alt ist denn das Video, Digga? Achso. Ich wollte gerade sagen, wegen der Kollektion war ich kurz irritiert. Und ich habe es getestet. Was mich dann so ein bisschen missmutig gemacht hat, er hat schön die Szene über der Übergabe genommen und Ads mitgeschaltet. Also kam nicht mehr die tolle Werbung, wo er Chemie sagt, sondern Werbung, wo ich das Produkt nehme und sage, geil. Aber ich habe es getestet. Besonders muss ich auch sagen, bei seiner Box jetzt, da ist so ein Etui dabei, da kannst du die Seife reinmachen, schön für die Reise. Ich bin Fan von Seife zum Waschen und seine Seife ist toll und hat mir gefallen. Und weil ich das Produkt jetzt getestet habe und damit einverstanden bin, sage ich, Sergej, A, schalt nicht nochmal Werbung mit mir, aber B, wenn ihr jetzt Bock auf das Produkt habt, bestellt es, weil ich finde es gut. Und das wollte ich einmal gesagt haben, weil es ganz wichtig ist, Kollegen zu unterstützen und wenn sie gute Produkte haben, das auch zu sagen. Das war's von mir. Weiter geht's mit der Venus. Das ist so krass von Aaron, ne? Ich sag euch das. Das ist schon sehr, 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 sehr lieb von ihm. Ohne Witz. Was machst du beruflich? Ich arbeite im Lager. Ja! Was für Lager hast du denn, Lo? Im Krankenhaus. Ah, okay, also keine Fernseher, wo ich mal rumkommen kann ins Lager. Nee, leider nicht. Okay, aber geiler Job. Hallo. Hallo, ich suche. Wen suchst du? Mir gehört es hier. Achso, ich wollte gerade wohin. Jetzt bin ich überfordert. Hi. Hi, wen suchst du denn? Ich helfe dir. Ich suche Guido. Ich soll Interviews geben. Ich soll deine Arbeit. Ey, das ist mal. Das war eine Süße, ne? Mal eine Frau, die halt nicht so. Wisst ihr, was ich meine? Ein Sweetie. Kleines Sweetheart. Gerade, okay. Aber ein hübsch. Guido ist geradeaus und rechts. Bitteschön. Schon mal in meinen Videos? Ja. Geil. Ich will heute die Leute mal hinter der Venus kennenlernen. Die, die wichsen. Viel Spaß auf der Venus. Dankeschön. Warum bist du Nein. hier? Nein. Komm, wir distanzieren. Macht immer Spaß hier. Was machst du beruflich? Wir distanzieren uns. Kann ich nicht sagen. Komm. Also Autofelgen herstellen. Ist doch geil. Jetzt bin ich aber ganz kurz verwirrt, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich denke aber nur. Ich spreche es nicht aus, okay? Geil. Darf ich fragen, was machst du beruflich? Ich arbeite als Koch. Wenn du so in der Küche nicht bist, ist alles super, oder? Ja, wenn es heiß ist, kann ich das manchmal so hochmachen in der Küche, ja. Aber nicht den Müll verbrühen, mein Lieber. Ja, nee, ist super, oder? Hat er da Blut am Finger oder was ist da los bei dem? Hat er den noch mal kurz drin gehabt oder wie? Alter, der irritiert mich hier auch ganz stark hier gerade. Ja, wenn es heiß ist, kann ich das manchmal so hochmachen in der Küche, ja. Aber nicht den Müll verbrühen, mein Lieber. Ja, nee, muss aber passen. Du bist zurückgekommen, hey. Ja, ich habe ein bisschen Zeit dafür jetzt. Nee, ich war schon fertig mit dir. Echt? Eigentlich wenn wollte ich nicht wissen, wer ich bin, dass ich gestern einen Award gewonnen habe und so. Shooting Stars. Sie wird jetzt nochmal Fame abgreifen auf süß. Geschickt. Sie muss auch zusehen, wie sie klarkommt, Chat. Ist ganz normal. Jetzt hat sie Zeit, hat sich nochmal den Aaron aufgesucht, so. Ja, brauchst du wieder und dann so, ja, nö, also willst du nicht noch wissen? Geschickt eingeleitet,
Jeder muss zusehen, wie er klarkommt. Brotmiete zahlt sich nicht von selbst, ne? Willst du nicht wissen, wer ich bin, dass ich gestern einen Award gewonnen habe und so? Shooting Star 2023. Also du bist ganz frisch in dem Business. Seit einem Jahr. Wie hoch ist der Bodycount in den Jahr gekommen? Nicht so hoch. Weiß ich gar nicht, zähle ich doch gar nicht. Wen interessiert ein Bodycount? Ich frag doch nur, ich muss ein Interview führen. Hab ich nicht gezählt, aber es ist safe. Na, die kennt man aber, also ich nicht. Sorry, bis jetzt kann ich nur Michaela Schäfer. Unter 100 ist. Glückwunsch in einem Jahr. So, komm, renn doch nochmal weg, weil das war das Beste am Interview von hinten. Und hopp. Ah ja. Was machst du beruflich? Süß, ne? Mit Turnschuhen und so, das gefällt mir. So eine Netzstrapse da, Turnschuhe auf süß, am besten Air Force oder sowas. Und hopp. Was machst du beruflich? Ich bin Förster. Nein! Wirklich? Bombe! Ich wollte viermal mit dem Förster drehen, wir waren auch ansitzen, aber haben nie was geschossen. War einmal kam wirklich ein Bock an, den hätten wir schießen können, aber da hat Marvin noch Kamera gemacht und so gebrüllt, dass das Ding weggerannt ist. Ja! Marvin wieder. Ja, der typisch Marvin. Ja. Aber hey, vielleicht schießt du ja hier was anderes ab. Wir wollen heute die Stars ein bisschen näher kennen. Was hast du? Ach, das ist doch hier die Hannah Secret auf. Ein Video haben wir doch mal von dir reagiert. Vor deiner Karriere gemacht. Ja, nur das Schlechteste, weil ich bin Krankenschwester, aber das wissen ja nicht. Ja, das ist doch schön, ich wusste es nicht. Aber ich habe zwar dein Buch gekriegt, aber nie gelesen. Ja, guck mal, ich war mal Zahnarzthelfer. Nein! Ah, den haben wir letztens auch gesehen, okay. Hey, es sind entweder Zahnarzthelfer, Banker oder Versicherungsleute hier. Ja, da steckt das Blut drin, sag ich dir. Ja, okay. Sigourney Weaver hatten wir damals gesagt, genau. Dann sehen wir uns später für ein hartes Interview. Liegt an dir. Und Autorin bin ich auch, ne? Also. Ja. Ja, also. Kita meint die. Ja, gut, was heißt Autorin? Die Kinder auch und sagen, sie sind Autoren. Ja, also, ich bin eigentlich tatsächlich gelernte Krankenschwester. Ich habe mein Staatsexamen gemacht. Das heißt, wenn ich jetzt sage, aua, ich habe mir hier die Leiste wehgetan. Zum Beispiel, dann kann ich dir helfen oder wenn du Kopf aua hast, auch. Ich habe nämlich auch in der Kinder- und Jugendpsychiatrie gehen. Okay. Guck, ein vorbildlicher Beruf, aber gewechselt. Ich will ja heute mal die Mädels richtig kennenlernen. Wer bist du denn? Ich bin die Lucy. Was hast du beruflich gemacht, bevor du in die Rote kamst? Ich habe eine Ausbildung als Köchin gemacht. Oh, kannst du gut kochen, ne? Ja. Miss Schulz. Was denn? Ohne Scheiß, wegen ihm war meine Porno-Karriere noch sehr stillhalt, wo ich Therapeut war. Dann haben mich alle wegen dir drauf angesprochen vor 5, 6 Jahren. Du hast doch einen Venus-Award und alles. Ja, und? Du bist doch der German Scout. Du bist doch der größte Bumser, den wir in der Industrie haben. Ach so, Quatsch. Oder wer ist größer? Ziel nicht. Du, ich bumse besser als Chase Ziel. Was passiert denn da gerade, dass du dich so freust? Ja, ich merke richtig, wie erotische Stimmung aufkommt. Hast du gut? Einer muss ja Stimmung machen. Jetzt habe ich eine Frage. Ich bin ja jetzt verheiratet. Der Jan, der ist verzweifelter Single. Meinst du, kannst ihm hier kurz einmal bei einer Dame ein Motorboot klären? Komm, scheiß drauf. Have fun. Ich habe Spiel. Davon distanzieren wir uns. Twitch, bitte. Bist du von Vorbild? Nee. Brille, das ist von Vorbild. Junge, nee, Partnerschaft. Hey. Was ist so gut an der Venus? Bier. Oh, darf ich einen Schluck? Bier für Oma. Anmelden und dann jetzt los. Was macht ihr beruflich? Ich hab einen Café. Geil, in Berlin? Nee, in Frankfurt. Oh, und du? Dito. Arbeitet ihr in deinem Café oder nein, hat ihr auch? Nein, getrennt. Angestellte Dachdecke. Ich will heute die Leute ein bisschen kennenlernen. Kannst du dich mal vorstellen? Sehr, sehr gerne. Ich bin die Jenny Stella, bin 24 Jahre alt und habe genau mit 18 angefangen. Ach, hast du eine Ausbildung davor gemacht? Auf dem Bauhof. Und dann abgebrochen? Ja, aber sind abgebrochen. Es hat mir halt keinen Spaß mehr gemacht. Ich war die einzige. Ja, Huber heißt abgebrochen, ne? Frau, sag ich mal, unter 120 Männern. So einige drin. Hast du dir vorher ausgesucht? Wusstest du auch schon? Die Partner jetzt. Ja, glaube ich auch. Ich glaube, die ganze Hallenlegende mitgemacht. So, meine Lieben, das war's von der Venus. Ich liebe es, wenn ihr auf Messen geht und Spaß habt. Egal, ob Gamescom, Die kennt man auch von einer Doku. Ich kenne die null, Digga. Venus, Fibo. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr beruflich macht. Dann lerne ich euch auch besser kennen. Wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Bis dann. Tschüss. Der gute Ahorn. Seine Videos sind immer so schön zum Abschalten. Kopf aus, einfach ein bisschen gönnen. Schön.